Hallo, heute zeige ich euch, wie man beim Rennrad den Lenker wechselt. Das kann zum Beispiel möglich oder gewünscht werden, wenn die Lenkerbreite nicht funktioniert oder der Lenker einfach beim Sturz beschädigt wurde. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen vorbereitet. Das Lenkerband habe ich entfernt und das untere Klebeband, das die Leitung am Lenker festhält, habe ich auch schon abgemacht. Das ist nicht weiter schwierig, einfach abwickeln und entfernen. Mehr muss man da nicht machen. Wir haben dazu schon ein Video gedreht. Ihr findet es in der Videobeschreibung. Wenn ihr soweit seid, müsst ihr dann als nächstes die Schaltbremsgriffe abmontieren. Dazu gibt es bei jedem Schaltbremsgriff verschiedene Vorgehensweise. Unterhalb des Griffgummis ist irgendwo eine Schraube. Das müsst ihr selber finden. Bei diesem Modell ist die Schraube ungefähr hier. Klappt den Griffgummi einfach so weit nach vorne, bis ihr die Schraube seht. Dann den Griffgummi vorne etwas lösen. Und dann könnt ihr den entsprechenden Schlüssel durch den Gummi auf die Schraube schieben und dann losschrauben. Es gibt bei dieser Schraube verschiedene Durchmesser. Manchmal ist es auch ein Torx, vor allen Dingen bei Campagnolo. Das müsst ihr einfach nachschauen, welcher da passt. Aber das Prinzip ist überall das gleiche. Diese kleine Schraube hält die Schelle hier hinten und dadurch den ganzen Griff am Lenker. Jetzt die Schraube etwas lockern. So weit lockern, dass man den Griff nach unten abziehen kann vom Lenker. Wenn ihr die Schraube ganz herausschraubt, wird es schwierig, nachher wieder die Schelle am Griff zu befestigen. Also vermeidet das, sonst ist es ein bisschen eine Fummelei. An diesem Lenker, der ist recht glatt und es sind keine Reste vom Klebeband da geblieben, ist es sehr einfach. Einfach bis zum Ende schieben. Wenn ihr merkt, so wie ich jetzt, dass es noch etwas schwer geht, einfach nochmals die Schraube etwas nachlassen. Griff am besten, damit keine Beschädigungen am Fahrrad oder am Griff selber entstehen, ein Plastikbeutel tun und so hängen lassen. Dann dasselbe auf der anderen Seite. Die Vorbauschrauben lösen und dann je nach Abdeckplatte, hier sind es zwei einzelne Teile, einfach abnehmen. Dann könnt ihr den Lenker entfernen und den neuen Lenker auspacken. Und schon mal probeweise anhalten. Zur Montage den Lenker relativ mittig halten. Auf jedem Lenker sind Skalen drauf. Und hier bei diesem Carbonlenker ist auch ein Bereich, der extra für die Klemmung aufgeraut ist. Nicht so oder so, sondern eben relativ mittig. Das feine Einstellen erfolgt dann später. Vorbauschrauben leicht anziehen. Bei diesem Modell ist es noch eine Besonderheit. Da solltet ihr in die Bedienungsanleitung immer vom Vorbau bzw. vom Lenker reinschauen. Hier muss man als erstes die oberen Schrauben komplett anziehen und dann erst die unteren. Das kann aber bei anderen Vorbaumodellen vollkommen anders sein. Schaut in die Bedienungsanleitung. Außerdem auf jeden Fall bei Carbonteilen einen Drehmomentschlüssel benutzen. Das Drehmoment ist aufgedruckt auf dem Vorbau und sollte auf keinen Fall überschritten werden. Jetzt die Bremsschalthebel wieder befestigen. Nicht links und rechts verwechseln. Wenn die Kabel aber noch dran sind, ist es ja fast unmöglich. Einfach von unten aufschieben, jetzt in etwa auf die Position grob einstellen, die ihr möchtet.
Das kommt ein bisschen auf die individuellen Vorlieben an, wie man fährt. In diesem Fall hat der Lenker auch eine aufgeraute Fläche für die Schelle. Dort bitte nicht hier unten anschrauben oder weiter oben, weil diese Fläche ist genau dafür gedacht. Dann wieder den Schlüssel von vorn hineinschieben und die Schelle befestigen. Richtet dabei den Schaltgriff in einer Linie zum Lenker aus. Wenn ihr von vorne schaut, sollte der Lenker dahinter verschwinden, also der Griff in etwa. Dann festziehen, achtet wieder auf das vorgegebene Drehmoment. Bei Carbon ist das besonders wichtig. Dasselbe auf der anderen Seite. Jetzt die Position der Griffe für euch genau einstellen. Ihr könnt auch eine Wasserwaage dazu benutzen, um die Höhe der Griffe in etwa anzupassen. Dann, wenn die Position stimmt, richtig festschrauben, die Bänder bzw. Leitung am Lenker mit Klebeband oder Isolierband befestigen, auf beiden Seiten natürlich, und danach das Lenkerband wickeln. Das findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's für heute zum Lenkerwechsel. Weitere Videos findet ihr hier. Abonnieren könnt ihr unseren Kanal hier. Viel Spaß beim Schrauben. Euer Olaf.